Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Seien Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem Sonntag, den wir gemeinsam feiern mit Ihnen, wo immer Sie uns jetzt verbunden sind. Wir wollen miteinander auf Gottes gutes Wort hören und ihm antworten im Gebet und im Lobgesang. Beteiligen Sie sich gerne, indem Sie mitbeten und mitsingen. Die entsprechenden Texte und Lieder finden Sie jeweils eingeblendet. Die wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben, das ist ein kleines Team aus Bad Salzungen, Kantor Matthias Theuerkauf, Lektorin Christina Hopstock und ich bin Ulrich Lieberknecht, der Superintendent dieses Kirchenkreises. Das erste Lied, zu dem wir Sie einladen, ist eines der beiden Wochenlieder, Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Es ist ein Lied, das mehr Fragen stellt, als Antworten zu haben. Und ich glaube, das passt ganz gut in unsere gegenwärtige Situation, wo so vieles unsicher scheint. Und vielleicht müssen wir ja auch im Glauben immer langsam uns wieder herantasten an die Gewissheit, die Gott schenkt. Wir nehmen Worte auf aus dem Gebetbuch Israels, aus den biblischen Psalmen und beten den Psalm dieser Woche im Wechsel. Die Frauen beginnen und die Männer antworten immer mit den etwas eingerückten Zeilen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarmender Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, verheißen durch die Propheten Israels, verkündigt unter allen Völkern. Du baust deine Kirche auf den Grund der Apostel und Propheten. Wir bitten dich, lass die befreiende Kraft deines Evangeliums unter uns wirken. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir eins im Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Epistel aus dem ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Worte der Heiligen Schrift.
Das Evangelium steht bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich im Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisches fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Lob sei dir, o Christa. Lob sei dir, o Christa. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, Gott ist die Liebe. Mit diesem Satz beginnt die Lesung, die wir heute gehört haben. Und dieser Satz könnte auch eine Überschrift über die gesamte Bibel sein. Gott ist die Liebe. Was für ein Satz! Der ist auch wieder so groß, so umfassend, dass man sich unwillkürlich fragt, wo kommt denn da das Kleingedruckte? Liebe ist ein viel gebrauchtes Wort. Vielleicht müsste man sagen, ein viel zu viel gebrauchtes Wort. Allein wenn wir auf die Werbung zum Beispiel gucken, was wird da nicht alles verkauft unter dem Namen der Liebe? So haben wir eher Hemmungen, dieses Wort überhaupt noch in den Mund zu nehmen. So viel wird von Liebe geredet, um irgendwelche Geschäftsinteressen durchzusetzen, irgendwelche Eitelkeiten zu befriedigen oder ganz lieblose Absichten zu verschleiern. Und auch das billigste Fertigprodukt hat bestimmt irgendwo noch einen Aufdruck, wo drauf steht, mit Liebe gemacht. Gott ist die Liebe. Ach, das ist vielleicht auch so, wie wenn man einen 500-Euro-Schein hat und sagt sich, na, so was Richtiges anfangen kann ich jetzt nicht damit. Gibt es denn nicht ein bisschen Kleingeld? Ja, es gibt das Kleingedruckte und es gibt das Kleingeld. Das Kleingedruckte lesen wir hier drin, in dem Buch der biblischen Lesungen, die uns durch das ganze Kirchenjahr begleiten. Die ganze Bibel eröffnet eine Geschichte rund um diese Überschrift, Gott ist die Liebe. Und sie erzählt unter diesem Wort eine Geschichte, die einen Namen und ein Gesicht und eine ganz konkrete Erlebniswelt hat. Die Geschichte von Jesus von Nazareth. Und sie erzählt von Menschen, die mit ihm Erfahrung gemacht haben. Es heißt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt. Das finde ich wunderbar, dass so eine konkrete Geschichte da dran hängt. Die Liebe ist also nicht irgendwie zufällig. Mal ist er halt da und dann ist er auch irgendwie wieder nicht da. Sondern sie ist verbürgt, sie ist eingeschrieben in die Geschichte unserer Welt durch Jesus Christus. Sie stellt etwas dar, das wächst und sich verändert. Deshalb sollen und können wir Menschen von Gott lieben lernen. Er ist ihr Erfinder. Und das große Fachbuch, das von ihm redet, die Bibel, schlüsselt das immer wieder auf. Das heißt darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und hat gegeben seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe zeigt sich Tag für Tag zuerst daran, dass wir leben dürfen und dass er unsere Schuld durchstreicht um seines Sohnes willen. Und er traut uns zu, von ihm lieben zu lernen. Und dann gibt es ja noch die Liebe, von der wir reden, zwischen zwei Menschen. Die Sprache des Glaubens hat nicht zufällig immer wieder Anleihen gemacht bei der Erotik, um auszusagen, was Glauben bedeutet und was diese Liebesbeziehung bedeuten kann. Das hat nämlich etwas mit faszinierenden Kräften zu tun, die stärker sind als wir selber. Liebe macht man nicht, sondern sie macht etwas mit uns. Es gibt ja ein ganzes Buch, also einen Abschnitt in der Bibel, das Hohelied, das ist voll von Liebesliedern. Zum Beispiel heißt es da, unüberwindlich ist der Tod. Niemand entrinnt ihm und keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe.
und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie gekannt. Liebe, wie die Bibel sie meint, liebe Gemeinde, ist eine Sache von Leben und Tod. Also nicht etwas, das ja, vielleicht so ein bisschen auch noch da sein kann oder vielleicht eben auch mal nicht, sondern sie ist etwas, wo es ums Ganze geht, weil es Gott ums Ganze geht mit uns. Und seine Treue zu uns ist ein Vorbild der Liebe, in der wir wachsen sollen. Zweimal heißt es ja, bleiben in unserem Lesungswort. Wenn ihr in meiner Liebe bleibt, das hat also etwas mit Dauer zu tun, mit Geduld. Es ist eine Sache, die wachsen muss, so wie das Getreide auf dem Feld Zeit braucht zum Reifen. So ist die Liebe, die Gott angestiftet hat in dieser Welt. Liebe Gemeinde, in der derzeitigen Situation, die wir in den letzten Monaten erleben, hat das mit der Liebe untereinander nochmal einen neuen Aspekt bekommen. Seltsamerweise heißt ja zurzeit Nächstenliebe vom Nächsten sich fernhalten, Abstand halten. Durch die Vorsichtsmaßnahmen, die wir jetzt in unserer ganzen Gesellschaft haben, das ist tatsächlich ein neuer Aspekt. Er gilt übrigens nicht, zum Glück, für Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft ganz nahe zusammenleben. Da muss man sich nicht fernhalten, das wäre ja noch viel schlimmer. Aber dass die Liebe die Gestalt des Distanzhaltens hat, das müssen wir immer noch einüben, da sind wir noch dabei. Und jemandem anderen Liebe zuwenden, geht zurzeit nicht so, dass wir ihn umarmen, aber vielleicht so, dass wir ihn anrufen. Und dass wir einfach mehr telefonieren und sagen, ich wollte einfach mal nach dir fragen, wie es dir geht. Ich habe dich lange nicht gesehen und wir können uns ja zurzeit kaum treffen. Der Glaube weiß, die Liebe ist nicht klein zu kriegen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Intrigen, nicht durch Enttäuschungen. Sie macht die Mächtigen schwach und die Ohnmächtigen stark. Sie macht das Leben schön und immer lebenswert. Jesus hat uns diese Liebe vorgelebt und hat gesagt, auch ihr seid dazu fähig. Er traut uns solche Liebe zu. Als Söhne und Töchter sollen wir seiner Liebe Gestalt geben in der Welt, sie von ihm abgucken und dieser Liebe grundsätzlich mehr zutrauen als allen anderen Mächten auf der Welt. Und es ist gut, wenn wir dabei immer mal wieder Vorbilder vor Augen haben, die uns das beispielhaft vorgelebt haben. An eines dieser Vorbilder möchte ich heute erinnern. Es ist der Liederdichter von dem nächsten Lied, das wir nachher gleich singen werden. Das Lied Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Das Lied stammt von Johann Schäffler. Der hat gelebt so grob 100 Jahre nach Luther, könnte man sagen, ist 1624 geboren in Breslau und ist evangelisch getauft worden. Sein Vater war ein polnischer Adliger, der nämlich wegen seines evangelischen Glaubens auswandern musste und nach Breslau übersiedeln musste. Und der Sohn, Johann oder Johannes, ist weit herumgekommen in Europa und hat auch weit sich gebildet. Er hat Medizin studiert, er hat Staatsrecht studiert, er hat Philosophie studiert, er hat Medizin studiert in Straßburg, in Leiden, in Padua, ist Doktor der Philosophie und der Medizin geworden. Und er war ein ungeheuer produktiver Mensch. Er hat gut gedichtet, sehr viele Verse, sehr viele Schriften hinterlassen. Und wir haben eine ganze Reihe von Liedern heute auch in unserem evangelischen Gesangbuch. Obwohl er 1653 öffentlich zur römisch-katholischen Kirche übergetreten ist.
und hat dabei auch für sich selber einen anderen Namen angenommen, nämlich Angelus, sodass er auch unter dem Namen Angelus Silesius, also der schlesische Bote, der schlesische Engelsbote bekannt ist. Und sein Konfessionswechsel hat damals großes Aufsehen erregt, weil er schon bekannt war und hat auch harte Kritik von protestantischer Seite hervorgerufen, wie man sich denken kann. So fühlte Johann Schäffler sich veranlasst, 1653 eine kleine Rechtfertigungsschrift zu veröffentlichen, die heißt Gründliche Ursachen und Motiven, warum er von dem Luthertum abgetreten und sich zu der katholischen Kirche bekennet hat. Da sollten wir Protestanten immer aufhorchen, wenn wir sowas hören oder lesen. Und es war nämlich so, Schäffler hat in der damals herrschenden protestantischen Lehre die Abgötterei der Vernunft gesehen, wie er sagt. Die Abgötterei der Vernunft. Also dieser ganze protestantische Glaube war ihm zu herzenskalt und zu lieblos. Da spielte sich ganz viel in Lehrsätzen ab, die einfach richtig sein mussten, die man lernen musste. Und er hatte das Gefühl, Glaube hat auch viel mehr mit dem Herz zu tun. Hat auch viel mehr zu tun mit Herzenswärme, die uns bewegen muss und die uns durchdringen muss. Und nicht lange danach hat es ja, Gottlob, muss man vielleicht sagen, auch in der protestantischen Kirche eine Bewegung gegeben, die einen ganz ähnlichen Ansatz hatte, den Pietismus, der viel mehr auf die kleinen Gemeinschaften gesetzt hat, auf das lebendige, herzerwärmende Austauschen des Glaubens. Johann Schäffler oder Angelus Silesius ist später noch zum Priester geweiht worden und lebte bis zu seinem Tod zurückgezogen als Arzt, denn er war ja auch Mediziner, für Arme und Kranke im Matthiasstift in Breslau. Das war so ein klosterartiges Spital. Er verschenkte sein gesamtes Vermögen nach und nach an die Armen, das ist überliefert, und er war ein vermögender Mann gewesen. Er sorgte für die Ausbildung von Waisenkindern und behandelte als Arzt Patienten grundsätzlich unentgeltlich. Das sind so kleine Zeichen, die er hinterlassen hat in seinem Gedächtnis. Und in Breslau gibt es in einem kleinen Innenhof auch einen Gedenkort für ihn, weil er dort gewirkt hat. Er hat uns Protestanten vor allem ins Stammbuch geschrieben, den Glauben nicht so verstandeskalt wahrzunehmen, sondern eben herzenswarm. Der Glaube muss erfüllt sein von der Liebe, die uns durchströmt, wenn Gott uns anspricht. Johann Schäffler, wir singen gleich, was er gedichtet hat, Liebe, die du uns zum Bilde. Und er besingt eben darin nicht etwas, was man mit dem Verstand analysieren kann, sondern vielmehr etwas, was größer ist als unser Verstand, was wir teilweise nur bestaunen und letztendlich anbeten können. Das Geheimnis, das in diesem kleinen Satz gefasst ist: Gott ist die Liebe. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Thank you.
Beim folgenden Fürbittgebet laden wir Sie ein, auch mit einzustimmen in den gesungenen Gebetsruf Kyrie Eleison. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der Jesus Christus als sein Wort in diese Welt gesandt hat. Herr, unser Gott, es ist eine Notzeit über uns gekommen, aber du bist unsere Zuflucht in Zeiten der Not. Wir bitten dich. Für alle Menschen, dass sie mit ihrer persönlichen Situation und Aufgaben in dieser Krise umgehen können und nicht die Kraft und den Mut verlieren. Halte uns fest in deiner Hand, groß und klein, jung und alt, und behüte uns auf unseren Wegen. Die wirtschaftlichen Schaden davontragen oder die menschlichen Schaden erleiden durch Ausgrenzung, Konkurrenz oder Vorwürfe. Hilf, allen Schaden wieder gut zu machen und bewahre allen Menschen ihre Würde. Für alle Entscheidungsträger und alle Verantwortlichen in der Kommunikation in dieser schweren Zeit, stehe ihnen bei mit der Kraft des Heiligen Geistes, lenke ihr Tun auf den besten Weg zur Bewältigung der Krise. Deren Not in den Hintergrund gedrängt wird vom beherrschenden Thema Corona. Erhalte ihnen die Aufmerksamkeit ihrer nächsten Mitmenschen. Gib ihnen Kraft zum Durchhalten. Es gibt viele Gedanken, Bitten und Sorgen, die uns noch bewegen. Wir müssen damit nicht allein bleiben. Denn du, unser Gott, sprichst: Ruf mich an in der Not, so will ich dich erhören, so sollst du mich preisen. Also bringen wir nun in der Stille unser persönliches Anliegen vor dich. Wir danken dir, gütiger Gott, dass wir dir alles sagen dürfen und bitten dich, bleibe mit uns im Gespräch. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass Sie mit uns verbunden sind heute und diesen Gottesdienst gemeinsam mit uns feiern. Und an dieser Stelle auch wie sonst ein Hinweis noch auf den nächsten Gottesdienst. Wir werden hier im Kirchenkreis dieses Angebot die nächsten Wochen noch weiter aufrechterhalten. Und am nächsten Sonntag sehen Sie auf gleichem Wege und zu gleicher Zeit einen Gottesdienst, den ein kleines Team aus Dernbach vorbereitet, Pfarrerin Silke Wöhner, und musikalisch unterstützt von Bettina Thüring und Margit Huck. Wann in Ihrem Heimatort, in Ihrer Heimatkirche wieder Gottesdienst gefeiert wird, das erfahren Sie bei den Kirchenältesten in Ihrer Gemeinde und bei Ihrem Pfarrer oder Pfarrerin. Geht in diesen Tag und in diese neue Woche. Geht auf alle eure Wege unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.